Es ist alles Astrotheologie. Egal, ob man sich's von der esoterischen oder der exoterischen Seite ansieht. Alle Religionen basieren auf Astrotheologie, nicht nur Christentum. Ich nenne sie die Wüstenhimmelgott-Religion. Auf der linken Seite haben wir die alten Bezeichnungen, sprich den Sonnenkult, den Mondkult und den Sternenkult. Dann kommt das verehrte Objekt am Himmel. Die Sonne für den Sonnenkult, der Mond für den Mondkult und die Sterne für den Sternenkult. Dabei ist Saturn der Hauptplanet, da er als König der Planeten gilt, da er am weitesten weg ist, der noch mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. Der Sonnenkult entspricht dem Christentum, mit der Sonne und dem Kreuz, des Tierkreiszeichens. Der Mond wurde dem Islam gegeben, und dieser wird vom Islam benutzt. Der Sternenkult wurde den Juden gegeben, und das Symbol ist ein Stern. Es ist so offensichtlich, direkt in den Symbolen, und die Leute verstehen es nicht. Ich lehre das nun schon seit 10 Jahren. Michael Tesserion lehrt das schon seit 10 bis 20 Jahren. Und Jordan Maxwell spricht schon seit Ewigkeiten davon. Wenn ich das so lange lehren würde wie er, dann wäre ich schon verrückt geworden. Wie erträgt man das, so etwas seit 50 Jahren zu lehren und es mitzubekommen, dass die Leute es einfach nicht kapieren? Unglaublich, dieser Mann. Wenn es nicht so traurig wäre, würde man lachen. Ich sehe ihn als echten Lehrer an, der all das verstanden hat und immer weitermacht. Aber wenn ich überlege, dass ich das so lange tun würde und sehe, dass die Leute es nicht begreifen. Ich meine, ich mache das schon seit 10 Jahren und bekomme jetzt schon Anfälle und die Leute begreifen es nicht. Allen himmlischen Kulten wurden bestimmte Attribute vor Jahrtausenden zugeschrieben. Es gibt 3 größere astrologische Körper: die Sonne, der Herrscher des Tages, den Mond, der Herrscher der Nacht, und die Sterne und die Planeten. Das Christentum wurde im Sonnenkult, die Sonne, den Sohn Gottes, zugeteilt, symbolisiert durch das Kreuz des Tierkreises, mit dem Tag der Verehrung am Sonnentag. Selbst die Bezeichnung der Tage harmonieren mit diesem Kulten. Der Mondkult wurde dem Islam zugeteilt, durch den Mond symbolisiert und mit dem Verehrungstag Freitag. The lunar cult was assigned to Islam, symbolized by the moon, with its day of worship on Friday. Es braucht etwas mehr Wissen, warum Freitag den Mond repräsentiert. Der Name der nordischen Mondgöttin ist Freya. Sie gab dem Freitag den Namen. Judaismus wurde dem Stern bzw. Planetenkult zugewiesen, mit dem Stern als Symbol, und Samstag, im Englischen Saturday, oder Saturntag als Verehrungstag. Es geht nicht offensichtlicher. Wenn man das einer religiösen Person zeigt, hört man, es ist alles Zufall. Das Ziel aller falschen Religionen ist es, die darunterliegende Wahrheit der Naturgesetze zu verdrängen. Alle Religionen haben nur diesen Zweck. Wenn man nicht weiß, was Moral, richtig und falsch ist, und die Naturgesetze nicht kennt, bleibt man versklavt. Wenn eine Person seinen freien Willen zum Lernen und für spirituelles Wachstum benutzt, kann diese ihre Handlung den Naturgesetzen anpassen. Exoterisch-religiöse Glaubenssätze werden benutzt, um den inneren Kompass einer Person und deren Reise zum spirituellen Erwachen im Einklang mit echter Moral in die Irre zu leiten. Genau das stört ihr Verständnis vom richtigen moralischen Handeln, was kein Chaos und kein Leid manifestiert, im Gegensatz zu den Handlungen, die falsch sind und chaotische Konsequenzen für alle nach sich ziehen. Genau deswegen gaben sie uns die astrotheologischen Kulte und nicht die echten und wichtigen Informationen, zum Beispiel was echte Moral ist und die Naturgesetze.